So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Cormont Caven. Ihr seht schon die drei Punkte, aber das sind nur Orientierungspunkte, denn ihr wisst ja, auf der Minimap sieht man sowieso schon die Symbole. Es ist halt einfach so ein ganz kleines Mikrofon, ist das, so kann man sich das vorstellen. Und genau da müsst ihr hin, kennen wir ja schon aus der letzten Woche, sind einfach diese blauen, ja, ich nenne sie mal Hulus, die aus dem Boden kommen. Und da müssen wir eben hin. Ich glaube, eins ist auch schon hier unten. Ich habe jetzt mal das markiert, was weiter weg ist. Das sehe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe mir nicht genau angeguckt, wo alle sind. Ich habe die Aufgabe gerade bekommen. Aber ich denke mal, ja, ich sehe es ja schon. Seht ihr das hier unten auf dem Boden, das Blaue zwischen den zwei Steinen? Genau da müssen wir hin. Achtet mal auf die Minimap. Ich mache mal die Markierung weg. Da. Und jetzt auf der Minimap. Ihr müsst einfach nur da landen. Eins, zwei und Abfahrt. So, danach müssen wir einen Panzer. Er will natürlich jetzt mich. Guck mal, was für ein Gemetzel. Also darauf könnt ihr euch schon einstellen. Er versucht mich natürlich jetzt wegzuholen. Denn ich will den Panzer natürlich zu den Außenposten bringen. Aber er bleibt natürlich stur drauf. Aber ich würde sagen, ich bin mal so nett und lasse ihm den Panzer. Oh, er kapiert es nicht. Er denkt jetzt, oh, ich bin's. Aber so müsst ihr es halt machen. Geht einfach zu dem Punkt hin, was da auch markiert ist. Und so werdet ihr das ganz einfach schaffen. Danach den Panzer halt wegbringen. Ich mache das aber auf eine andere Art und Weise. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und haut rein. Er braucht nämlich noch die andere Aufgabe mit dem Schaden machen. Mit einem Sniper wird es schwierig. Ich sag's ihm nur. Aber er hört mich eh nicht. Also in dem Sinne, haut rein.